ganz drinnen im Ultental. Von den hintersten Höfen ist einer der Oberhof. In Ulten sind bald Gemeinderatswahlen und am Oberhof ist eine mögliche Kandidatin für den Gemeinderat auf Besuch. Der Oberhofer wascht rasiert eine Kuhhaut. Er hat sie zuvor in Streifen geschnitten, damit er daraus einen Strick zopfen kann. Eine Heustrick, wie die Ultner sagen. Die Kandidatin wird enttäuscht, denn weder die Zähler noch wollen zur Wahl gehen. Aber 10 Jahre ist, wo sie gewählt, dann nie kann sie nicht kommen. Dann haben wir gesagt, das ist gut. Nachher haben wir keine Frau. Aber du hast einen ausgefallenen Geschmack haben, wenn das halt nie reinkommt. Ja. Mir ist es recht. Ich will nicht da verantwortlich sein, dass dein Mensch nachher da leidet in dein Ding. Nein, er lässt einigen noch nicht, wenn er mit innen gekommen ist. Nein, halt klar. Wenn er halt reden hat, dass er mit innen gekommen ist. Beim Endersten, eine halbe Gehstunde überm Oberhof. Damit das Holz feucht bleibt, stellt der Enderster Hans den angefangenen Korb über Nacht in den Stall. Zum Weiterarbeiten trägt er ihn hinunter in die warme Stube. Als wäre das mit dem Zittern allerweil besser. Was allerweil besser? Mit dem Zittern. Das wäre nicht besser, zählt jetzt nicht alle Tage gleich. Es wird nicht besser, aber es ist nicht jeden Tag gleich. Wie alt seid ihr jetzt? Ich bin ein Jänner. 85 Jahre alt gewesen. Machst du die Körbe live hier rein? Macht ihr die Körbe nur für euch oder auch für andere? Nein, nein. So ein Sicht, so ein Bild. Für andere? Ich für uns brauche mir viel Körbe nicht mehr. Ja. Für uns brauchen wir nicht mehr viel Körbe. Und Körbe macht man allein im Winter, gell? Und Körbe macht man nur im Winter. Ja, aber ja, Kinder darf man sie schon im Sommer haben. Ja, ja. Man könnte sie auch im Sommer machen. Aber dann ist halt nach der Arbeit, weil man sich nicht gradieren kann. Ja, ja. Aber es ist eine Arbeit für die Zeit, wo man sonst nicht viel tun kann. Wie lange ist es her, dass die Mutter gestorben ist? Ja, die Mutter gestorben ist
ist noch im Februar 2 Jahre. 2 Jahre schon? Ja. Und so schnell geht es. Gestorben ist bald. Gestorben ist schnell. Wie lange seid ihr verheiratet gewesen, Hans? 52 Jahre. Ja, 52 Jahre? Ja. Das ist lang. Das ist lange. Ja, lang kommt es mir auch nicht, Grafi. Lange kommt es mir nicht vor. Recht lange ist mir die Zeit nie viel gekommen. Mir ist nie Zeit lang, weil mir hat das Leben bis heute noch nie geladen. Mir war nie die Zeit lang. Mich hat das Leben bis heute noch nie gelangweilt. Das ist ein neues Band. Du bist nicht drauf. Kann leicht sein. Ja, und sei dort, und da ist es. Leicht ist es. Es tut nicht. Ich mag ja auf den Rogen, wie ich will. Ich kann nicht. Jetzt ist etwas wohl drauf. Das ist ein großer Ofen. Das ist eine große Stube. Das ist doch eine große Stube. Auf und ab. Über 5 Meter und innen aus, über 6. Stufe Gertrud, die größte Stube. Die größte Stube von St. Gertrud. Die größte Stube. Das ist ein großer Tisch schon mal erstens. Der Ofen ist so weit von der Wand weg. Weil drin auf der Ofenbrücke können 4 Leute liegen. Ja. 4 kommen vom Leitplatz. Der Ofen ist weit von der Wand weg und auf der Ofenbrücke können 4 Leute liegen. So, hätte ich das nicht mehr, als ich früher mal noch die Bettrolle besetzt sein bin, aber in der Luther kann man nicht, weil schon so ein Metro. Das gibt es heute nicht mehr, aber früher sind einfach Bettler gekommen. Heute ist das nicht mehr so, aber früher kamen oft Bettler über Nacht. In vielen Orten haben sie schon gewusst, weil wir sind jetzt das erste Mal da, wenn wir sind alle Jahre oder alle halbe Jahre mal gekommen. Und die Jungen auch wissen, wo man über Nacht schlafen kann und wo nicht, wo man es über Nacht kalten. Ja, ganz die Letzten hat man schon geschaut, in den Stall zu bringen. Die Schäbigsten haben oft im Stall geschlafen, die anderen. Ich mal auf den Ofen, also in einem Bett auch, ja, auf dem Dach. Und ist halt noch der Knecht oder so, oder selber auf den Ofen gelegen, halt, damit der halt auch ein Kind über Nacht liegen. Und jetzt geht es ganz gut da drin.
Dann lässt die Stube schon warm werden. Dass er glieb wird. Dass sie geschmeidig wird. Ja, dann müssen wir auswendig schmieren. Außen schmieren. Und das auch. Innen werden die reiben gehen. Magazin. Und innen reiben. Und was lasst. Die Fetten innen und das Wasser raus. Ja. Wie die Schweizer mit den Schuhen. Wie die Schweizer mit den Schuhen. Nass machen und dann schmieren. Und das so riebeln ein bisschen. Die Schmiede drin nicht, das Wasser. Sie benetzen zuerst das Leder, dann fetten Sie es ein und dann reiben Sie es so lange, bis das Fett im Leder ist und das Wasser draußen. Wie sagt man zu rein? Das sind jetzt die Engel. Die Engel? Ja. Das sind jetzt die Engel. Warum Engel? Ach, ja. Das ist echt Engel. Und dann hat er dazu immer Engel gesagt. Das ist jetzt der erste Engel. Ja. Das ist der. Das kann man nicht noch vier. Hier müssen wir oben, sonst könnte man nicht klüpfen. Wenn man die nicht hat, kann man nicht klüpfen, dann wird man verrückt. Wenn man die nicht hat, kann man nicht zopfen, da würde man verrückt. Jetzt kommt Besuch. Wer kommt? Der Lehrer. Der Lehrer. Mila. Wer ist das? Ah, so. Oh, Frieden hat das gehabt. Ah, lass ihn rein, gell? Jawohl. Wo musst du an den Koch geben? Gib mir. Grüß Gott. Hallo, ja. Grüß. Grüß mich.